Es gibt ein Horrorspiel, das vermutlich jeder von uns irgendwie kennt. Ob man es nun selber gespielt hat, davon gehört hat oder mal Videos davon auf YouTube angesehen hatte, jeder wird das Spiel des Slendermans kennen. Ein Spiel, wo man alleine in einem düsteren Wald ist, Zettel sammeln muss und dabei von einer unmenschlichen Kreatur verfolgt wird, die sehr groß ist und ein absolut bleiches und emotionsloses Gesicht hat. Dieses Spiel ist unfassbar bekannt. Und man würde wahrscheinlich nur denken, dass diese Geschichte vom Slenderman von zwei Spielemachern ausgedacht wurde, doch eben dies stimmt nicht, denn die Legende vom Slenderman ist deutlich älter und sie kommt aus Deutschland. Und eben diese Legende, die Legende des Großmanns, möchte ich euch heute vorstellen und dies ist nämlich vermutlich die wohl gruseligste Legende, die es in Deutschland überhaupt gibt. Doch zunächst einmal, wie sieht der Großmann aus? Der Großmann ist laut den Texten aus dem Mittelalter des 16. und 17. Jahrhunderts eine übermenschliche Kreatur. Sie ist größer als jeder normale Mensch, hat einen seltsamen schwarzen Stoff am Körper, ist extrem dünn und hat mehrere lange Arme. Manche Texte beschreiben diese mehreren Arme sogar so, dass sie aussehen wie schwarze Tentakel eines Fisches. Es ist extrem seltsam, wie er beschrieben wird, doch es gibt dann auch noch die Texte, wo er lebt. Denn die meisten Texte sprechen davon, dass der Großmann nicht irgendwo in Bergen oder dergleichen lebt, wo viele frühere Monster lebten, sondern er lebte in einem Wald, und zwar in einem ganz bestimmten. Er lebte in dem Schwarzwald in Bayern. Und eben diese Kreatur war bekannt dafür, dass sie Kinder jagte. Ich hatte einmal genauer nachgeguckt und es gibt drei Holzschnitte von der mittelalterlichen deutschen Zeit, die von eben diesem Großmann scheinbar sprechen. Das sind einmal diese beiden Bilder. Sie zeigen Menschen, die mit einem seltsamen Wesen kämpfen. Es ist größer als ein normaler Mensch und hat mehrere Arme. Betitelt sind diese Holzschnitte als der Ritter. Und der Ritter soll laut manchen Texten ein anderer Name für den Großmann gewesen sein. Doch eben bei diesen Holzschnitten, bei diesen Bildern, muss ich euch enttäuschen. Denn eben diese beiden Bilder, so gruselig sie vielleicht auch aussehen und so passend sie vielleicht sind, haben nichts mit dem Großmann zu tun. Sie wurden nachträglich bearbeitet, denn der Name Ritter gehört zu diesen Bildern gar nicht dazu. Es sind zwei Bilder, die zeigen, wie Menschen mit dem Tod kämpfen. Diese seltsame Kreatur ist bloß eine Personifikation des Todes selbst. Wir haben allerdings noch einen weiteren Holzschnitt, ein weiteres Bild von damals, welches sehr wohl vom Großmann handelt. Und dies ist gruseliger als die anderen beiden. Denn das Bild, wovon ich rede, ist das hier. Man sieht eine seltsame Kreatur im Wald. Sie sieht nicht menschenähnlich aus und doch hat sie Charakteristiken, die nur Menschen haben. Beine, Arme, ein Oberkörper und Kopf. Es ist der typische Aufbau eines Menschen, doch alles sieht irgendwie verzerrt aus. Der Körper ist deformiert, die Arme sind lang und seltsam dürr und das Gesicht ist nicht erkennbar. Dieses Wesen ist absolut entstellt und es passt perfekt auf die Beschreibung des Großmannes, der aus dem Wald hinauskommt, zu. Doch wir müssen uns jetzt einmal angucken, wie die Geschichten des Großmannes sind, denn eben diese Geschichten variieren von Geschichte zu Geschichte, auch wenn sie häufig Ähnlichkeiten haben. Die grundsätzliche Geschichte handelt wie folgt. Eltern erzählten damals im 16. und 17. Jahrhundert ihren Kindern, dass sie niemals in den nahegelegenen Schwarzwald gehen dürfen. Denn wenn sie dort ohne Erlaubnis hineingehen, wird der Großmann sie finden. Der Großmann wird dann aus der Entfernung sie erblicken und anfangen sie zu verfolgen. Er wird sie jagen und ihnen Angst machen und er wird nicht aufhören, bevor er sie nicht gefangen hat. Und was dann mit den Kindern passiert, ist nicht genau beschrieben. Manche Texte lassen diesen Teil komplett außen vor, er ist nicht wichtig für die Geschichte. Manche andere Texte sprechen davon, dass der Großmann die Kinder im Wald behalten wird. Das bedeutet, sobald er sie gefangen hat, werden die Kinder aus diesem Wald nie wieder hinauskommen und sind dann in der Dunkelheit gefangen. Doch die meisten Texte sprechen lediglich davon, dass der Großmann, nachdem er die Kinder gefangen hat, sie auf brutale Art und Weise ermorden wird. Doch eben diese Geschichten sind nicht die einzigen. Es gibt dann doch die Geschichten, die den Kindern noch Hoffnung machen. Denn während die erste Geschichte davon handelt, dass Kinder, sobald sie in den Schwarzwald gehen, verloren sind, gibt es die Geschichten, wo die Kinder die Möglichkeit haben, aus dem Schwarzwald zu fliehen. Wenn sie es schaffen, vor dem Großmann zu entkommen, dann müssen sie sofort ihre Eltern aufsuchen und ihnen alles beichten. Sie müssen ihren Eltern sagen, wo sie gewesen sind, warum sie in den Schwarzwald gegangen sind und was dort passierte. Erst dann wird der Großmann von ihnen ablassen. Sind die Kinder jedoch nicht ehrlich und erzählen nicht, dass sie im Wald gewesen sind, so sucht der Großmann auch außerhalb des Waldes weiterhin die Kinder, bis er sie irgendwann geschnappt hat.
Eine weitere Geschichte spricht sogar davon, dass die Kinder nicht mal selbst in den Wald reingehen müssen, sondern dass sie gelockt werden. Es heißt, dass der Großmann mit einer lieblichen Stimme zu den Kindern spricht oder besser gesagt ihnen ins Ohr flüstert und ihnen schöne Dinge erzählt, erzählt, dass im Wald tolle Sachen auf sie warten und wenn die Kinder dann naiv in den Wald hineingehen, weil sie die Geschichten glauben, dann wird der Großmann anfangen, sie zu verfolgen, sie zu jagen und dann wieder umzubringen. Es gibt sogar Texte, die davon sprechen, dass der Großmann überhaupt nicht auf den Schwarzwald beschränkt ist. Es heißt, dass er in der Nacht auch aus dem Schwarzwald rauskommen kann. Sprich, er geht nachts aus den Wäldern raus und besucht die Dörfer. Wenn er dort dann Häuser sieht, wo Kinder schlafen, wird er vorsichtig gegen die Scheiben klopfen. Wenn das Kind dadurch aufwacht oder vielleicht sogar noch wach ist, ist sein Schicksal besiegelt. Denn dann wird der Großmann anfangen, in das Haus hineinzugelangen und das Kind aus seinem Bett hinaus entführen. Viele Leute sagen, dass der Großmann das Kind auch direkt im Bett umbringt oder durch das Fenster raus das Kind greift, doch eben diese Geschichten variieren ebenfalls sehr stark. Man kann nun davon ausgehen, dass eben diese Legende etwas ist, was den Kindern erzählt wurde, damit sie sich gut benehmen. Es ist diese schwarze Erziehungsmethode, wo man Kindern etwas Schreckliches sagt, damit sie das Richtige tun. Sprich, geh früh ins Bett, sonst findet dich der Großmann. Geh nicht allein in den Schwarzwald, sonst findet dich dort der Großmann und bringt dich um. Diese Dinge würden Sinn ergeben. Wenn ein Kind zur damaligen Zeit allein in den Schwarzwald hineingeht und sich verläuft, ist es unwahrscheinlich, dass man in diesem gigantischen Wald das Kind noch finden kann. Das bedeutet, wenn man seinen Kindern erzählt, sie dürfen nicht in den Wald gehen, ist es wahrscheinlich das Beste für sie. Doch wir brauchen nicht davon ausgehen, dass der Großmann nur eine Legende ist, die Eltern erfunden haben. Denn es gibt tatsächlich Texte, die davon sprechen, dass erwachsene Leute den Großmann entdeckt hatten. Und so gibt es einen wirklich gruseligen Tagebucheintrag von 1702, den ich euch jetzt einmal zeigen möchte. Mein Kind, mein Lars, er ist weg. Entführt aus seinem eigenen Bett. Das Einzige, was wir gefunden hatten, war ein Stück schwarzer Stoff. Es fühlt sich so an wie Baumwolle, aber es ist weicher und dicker. Lars kam letzte Nacht in unser Schlafzimmer und schrie panisch, der Engel ist draußen. Wir fragten ihn, worüber er sprach, und er hat uns dummes Zeug vom Großmann erzählt, der vor seinem Fenster steht. Er sagte, dass dieses Wesen aus dem Wald bei unserem Dorf kam und eine unserer Kühe sei tot. Er hängt an einem Baum. Ich dachte mir zunächst nichts dabei, aber nun ist er weg. Wir müssen Lars finden und meine Familie muss diesen Ort verlassen, bevor auch wir sterben. Es tut mir so leid, mein Sohn. Ich hätte zuhören sollen. Möge Gott mir vergeben. Dieser Tagebucheintrag, den ihr eben gerade gehört habt, spricht eindeutig vom Großmann, von der seltsamen Kreatur, die außerhalb des Hauses steht und das Kind aus dem Bett hinaus entführt hatte. Eben diese Geschichte spricht von Eltern, die ihr Kind verloren haben und selber nun in Panik verfallen sind, auch sterben zu müssen. Es ist der wohl glaubhafteste Text von dem Großmann und er gibt einem zu denken. Denn wer weiß, vielleicht ist diese Legende von einem Monster tatsächlich Realität und irgendetwas lebte zur damaligen Zeit im Schwarzwald. Und vielleicht lebt diese Kreatur ja auch immer noch dort. Also, wenn ihr das nächste Mal beim Schwarzwald seid, geht doch hinein und spaziert eine Runde. Mit etwas Glück oder Pech werdet ihr dann auch vom Großmann entdeckt. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.